Wir haben mal das letzte Mal aufgehört und Dennis musste zur Folge 13 unbedingt noch einen draufsetzen. Und ja. Jo, damit willkommen zurück bei Resident Evil. Und das Evil passt heute besonders. Denn auch wie in Folge 13, wir machen gerade die zweite Aufnahme, haben wir technische Probleme gehabt. Gut, ihr habt davon nichts mitbekommen. Oh, jetzt habe ich das Ding wohl wieder mitgenommen. Ja. Nein. Gut, nochmal schießt jetzt nicht ab. Ja. Aber wir stürmen jetzt hier los. Das ist gut und der wird vielleicht sicherlich noch Verwendung finden. Ja, heute will ich ihn hier richtig durchballern. Ich will jetzt mal Action sehen. Genau. Blendgranate, ach komm. Was? Ach komm, das ist doch hier, das ist doch voll lasch. Oh oh. Jetzt habe ich hier jetzt nicht wirklich gebracht. Oh. Wo ist denn das du? In den Hintern reinschießen. Oh. Oh oh. Autsch. Was denkt er sich? Das tut doch so weh. Wisst ihr was? Ich habe eine Magnum. Ja, hol die runter. Richtig schön. Schade, oh, der ist noch nicht tot, trotz Magnum. Schade. Jetzt aber, oder? Ah, ist natürlich effektiver, wenn du hier. Weil mit deinem. Was ist das Moment hier? Ja. Gewehr? Ich hatte erst mein Präzisionsgewehr. Also, ja, jetzt habe ich mein Präzisionsgewehr und davor hatte ich meine. Das ist meine Schrot hier. Achso. So, dann stürmen wir mal weiter vor. Ja, genau. So, ja, wo sind wir jetzt hier? Diese Viecher sind nicht ganz normal, also. Guck mal hier, Schatten, unser Schatten, sieht man hier sehr schön. Wegen der Lampe, kann man die abschießen? Schade. Ja. Elektroschocken kann man sie auch nicht. Läuft schon auf Strom. Cool. So. Aus dem Schacht kommt Blut. Ja. Aber da kriegt man gleich Besuch, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ja. Richtig süß. So, Pech, komm. Ja, eigentlich sollten wir ja auf Veteran schalten, aber das ging jetzt noch nicht. Weil, ja, anscheinend ist das noch nicht der Abschluss. Also es ist noch nicht der Abschluss des Kapitels und anscheinend kann man das erst dann machen. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich es versucht. Schön, rennen hier in die Höhe. Uha. Oh oh. Ich sterbe. Oh, jetzt nicht. Danke. Nee. Oh, deine Waffe, gleich zwei auf einmal. Ja. Durch die gute Streuung. So, wir haben einen Löwenherz. Blendegranate nehme ich nicht. So, ja, Schrot für dich. So, und hier mit Pfeilnavigation direkt vor uns. Das ist doch freundlich. Nee, hier kommen wir nicht rein in den. Da gibt's auch nur irgendeinen Sack. Ja. Warum eigentlich? Weizen. Weizen hier. Ja. Naja, eigentlich genau. Ist das ja nur so eine kleine Windmühle, wo wir hier drin sind. Ne? Resi Evil Bäcker. Extra teuer. So. Ja. Hier sieht doch schon wieder ein bisschen netter aus. Explosiv, sag ich mal. Maschinengewehrmunition. Ja, klar. Immer. Ich glaube, wir sollten erstmal runtergehen. Ja. Mit der AK. Und Elektroschocker. Oh, 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 oh. Ah, die werfen Blendegranaten. Ich sehe. Oh. Oh, das geht ja überhaupt nicht. Geht wirklich. Boah, wir sind hier jetzt hier. Ja. Das war ja mies. Jetzt müssen wir uns erstmal verteidigen. Der Vogel hier steht gerade wieder auf, aber naja. Ach nee. Und ich sterbe. Boah. So, danke. Du musst mitkämpfen. Ich schaff das nicht alleine. Na, erstmal nehme ich eine Heilung. So. So, gegen die Wand, so, ich bin ja lustig.
So, was nehme ich hier? Pistole am besten. Die ist ja nicht allzu schlecht. So, jetzt traue ich mich mal. Oh, die in ihre Blendegranaten. Das gibt's nicht. So, was nimmst du denn? Oh, das, Mann! Das nervt aber auch. Komm, das mache ich jetzt auch mal. Tschüss. Oh, tja, da kommt schon wieder die Antwort. So, er scheint erledigt zu sein. Oh, das ist... Also im Ernst, wo kommt das her? Da ist noch jemand. Ach so? Ja, ich krieg's dann schon an meiner Gesundheit mit. Ja, jetzt ist sie ja wieder voll. Ist weg. Nee, wo ist denn der jetzt, hä? Ach, da hinten. So. Immer schön Headshots austeilen und dann. Ja, du kannst richtig schön Präzision anwenden. Ja. Und dann lass ich dich mal hier hinter die Wand. Ich übernehme meine stürmerische Rolle hier bei grünem Licht. Die Leiter nach oben. Was für ein grünes Licht? Da unten, da ist ja so grünes Licht. Ich dachte, du meinst den Laserpointer von den Waffen von den Feinden. Ja, das ist auch grünes Licht, aber ja. Ein grünes Licht unter die Erde. Ja, eher ungesund. Ungesund. Ach, wieso? Ich höre hier nur Kugel, was. Eine Kugel im Gehirn könnte bei manchen schon aufwerten. Oh. Ja. So, bevor ich dumme Kommentare komme, also damit ist keine Person ausgeschlossen, auch ich nicht. So. So. Frag mich, wo das herkommt, hier die Geräusche. Die Gegner, die greifen aus dem Hinterhalt an. Wir haben es jetzt nicht mehr mit ganz einfachen Dorfleuten zu tun. Ich sehe das jetzt erst. Oh, Arsch. Ja, sondern die scheinen ja schon, gerade mit Helm und Elektroschocker, scheinen die schon ziemlich professionell jetzt auch ranzugehen. Den mit Helm kann man natürlich nicht einfach so mal einen Headshot verpassen. Mit einer Schrot geht das immer. Ja, die trifft dann aber meistens auch nicht wirklich am Kopf. So, springen, los geht's. So, und wir beabsichtigen es, denke ich mal, nicht ins Feuer zu gehen. Ja. Läuft ja ganz gut hier. Und ich frage mich, was hier transportiert wird. Große Massen des Virus, welche irgendwie verbreitet werden oder. Tja. Schließlich sind wir doch im Quartier des Feindes. Jo. Hier ist eine alte Tür. Weg damit. Dann so, Verfolgung. Oh, jetzt können wir ballern. Ja. Was hast du denn jetzt schon? Naja, ich hab mich verballert. Mach mal so. Die werfen auch mit Granaten oder sowas. Ja, lecker. Ist klar. Ja, stirbst du vor? Ja, sterbe ich vor? Ja, das kann ich mal probieren. So. Gut. Au. Ja, das kriegst du aber gut hin, Dennis. Muss ich sagen. Tschüss. Scheiße, der Typ ist da oben. Ah, komm weg. So, du hoch weg. Ah, jetzt wo es sicher ist, kann ich da mich hinten ja weg. Langsam machen. Jawohl, das macht Spaß hier. Ja, komm, weg mit euch, Vogel, ja. So, jetzt werde ich mich richtig schön durchballern. Alter, das macht Spaß hier. Ja. Wirklich. Diesen ganzen explosiven Fässchen. Oh, ich glaube, die macht gerade mich explosiv. So. Vielleicht kriege ich sie ja. Granaten. Ich will ja nicht meine Macken verballern. Nee. Die kommt mir noch zugute später. Also, als wir das gezockt haben beim ersten Mal, da hattest du ja immer Knappheit. Da hattest du ja die Macken. Gut, da haben wir ja nicht da jede Szene mehrmals wiederholen müssen. Ja. Außer wenn wir gestorben sind. So. Klettern. So, und jetzt guck mal hier auf die linke Seite, was das hier ist.
Hier scheinen sich schon wieder irgendwelche Virenviecher auszubrüten. Boah, der Anblick ist eklig. Ja. So. Ich betätige hier mal den Hebel und das Band... Dann werden wir mit Sicherheit noch erfahren, was das ist. Das Band hält an. Ach komm, die Ball ist jetzt noch weg. So. So, macht Spaß. Ja, ich bin ja so kleiner Spiele an Kind. Es ist ja auch ein Spiel, also. Ja, ein Spiel. Ein so. Sturmgewehr, Dennis, vielleicht du. Ja, komm. Ja, ist die Frage, kann ich mitnehmen? Glaubst du, das ist gut, oder? Weil ich habe jetzt meinen schon richtig schön verbessert. Nee, du kannst ja jetzt nicht deins aufgeben, oder? Kannst du wieder nehmen, baller die Munition, der anderen verkaufst am besten. Okay. So, hier noch eine Brandgranate. Nee, ich habe meinen Raketenwerfer, wenn es harter fortkommt, also von daher. So, man könnte jetzt hier betätigen. Überleg mal, wie viele Waffen der mit sich schleppen, das ist ja... Ja, gerade du bist ja auch hier richtig bepackt. Kein Saft, wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Dann müssen wir mal gucken, wo überhaupt der Strom herkommt. Der Pfeil zeigt in die Richtung. Ja, Stromversorgung, das kenne ich zu gut bei Alan Wake. Wem es was sagt, das ist gut. Und wem es nicht sagt, ja, bald mache ich ja ein Let's Play, Alan Wake. Und müssen wir auch das ein oder andere Mal einen Stromkasten anwerfen, um Licht zu bekommen aus einer Laterne, denn in dem Game ist die Dunkelheit unser größter Feind. So viel wie ich weiß, ist das ein Kontrollpunkt. Ach so? Why would they need these, do you think? Oh, es ist ja dunkel. Ja, also wenn ihr mal Lust habt, ja, ich schätze mal so Mitte Juli geht's los. Robin macht auch noch ein neues Projekt, aber dazu später mehr. So, Gewehrmunition. Wollen ja erstmal dieses Projekt absolvieren und dann. Boah, wir kommen ja gut voran. Täglich eine Folge und wir laden regelmäßig hoch. So, Geld nehme ich. Das rote Kraut könntest du auch nochmal nehmen. Okay. Nehmen wir es mit. So, ansonsten, wo ist jetzt hier dieser. Müsste jetzt hier nicht einen Stromhebel geben? Ja, hier. Müssen wir beide betätigen. Wo jetzt? Hier. Ach, hier. Hier bist du schon wieder. So. Oh, wieder Kontrollpunkt. Und was ich war das? Höre wieder nette Viecher. Okay, diese Art Atombomben möchte ich jetzt hier mal nicht drauf schießen. Ja. Weil wenn die hochgehen, geht ja alles hoch, aber ich glaube, das wird doch gar nicht möglich sein. Werden wir erfahren, woher dieses Geräusch kam. Wir erfahren es in der nächsten Folge.